Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir suchen... Ach nee, nicht schon wieder so einer. Wir suchen hier immer noch diese Rolle von dem einen Templer, also von dem Mönch oder wie auch immer. Den Mönch haben wir selber zwar schon gefunden, aber die Rolle noch nicht. Alter, nein! Alter, gleich zwei Stück von denen. Ja. Können die nicht langsam beide kaputt gehen? Bitte! Geht kaputt! Okay, der erste ist schon. Ah. Bitte sag mir, hier ist nicht noch einer. Gut. Aber. Heal true, schnell. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir eigentlich hin? Ich will jetzt einfach nur noch diese Rolle finden. Und hier raus. Diese Dungeon ist noch zu hart für uns. Ja, bitte, ich sei hier jetzt kein Steingolem. Ich werde ganz kleiner Steingolem an. Oh nein. Steingolem. Ne, doch nicht, kein Steingolem. Ein Homunculus. Homunculus gehen noch in Ordnung. So, warte. So. Bin ich hier schon am Schwitzen? Ich glaube, da müssen wir hin. Ich glaube, da müssen wir wirklich hin. Nur von hier kommen wir nicht, aber hier ist eine Tür. Geheime. Ja. Da haben wir wieder Lava da hinten. Das heißt, hier rein nochmal. Ah, geht nur. Warte mal. Ne, da war kein anderer Eingang, Ausgang, wie auch immer. So, dann durch diese Tür und dann irgendwie gleich wieder rechts abbiegen. Also nach Westen. Ja. Hier ist aber kein Wald. Ah. Das heißt hier rum und dann nochmal so. Okay. Ich hoffe, diesmal schaffen wir es. Ich hoffe, wir überleben das. Bitte lass uns richtig liegen, was diesen Weg angeht. Safe Game, ganz schnell auf die 3. Jo, das sieht danach aus. Das müssten wir hier hin. Ganz klar. Schnell wieder Healing True. So. Hier nicht. Ich habe schon so ein Gefühl, wir müssen hier durchspringen.
Oder fliegen, besser gesagt. Dann machen wir hier noch einmal Safe Game auf die 3. Und dann hoffen wir mal, dass wir das schaffen. Ah, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell hoch. Das ist jetzt aber nicht das, was ich gehofft hatte. Ja, wir nehmen das hier mit. So, dann noch einmal Shift J und ganz schnell da hochrennen. Boah. Nochmal Safe Game auf die 3. Und dann schauen wir mal. Das war der komplett falsche Weg. Nein. So, dann wollen wir mal weiter und hoffen, wir finden jetzt das, wonach wir hier sind, also die Karte. Ansonsten müssten wir gleich nochmal eventuell zu Barnabas zurück. Hier weiter südlich geht es hier irgendwie nicht, warum auch immer. Müssen wir irgendwie einen Weg nach Süden finden, ja. Jetzt überhaupt noch weiter südlich? Hä? Wo bin ich denn wieder zurückgelaufen? Okay. Ach so, da ist schon Ende. Ja, dann lass mal lieber weiter nach Westen einen Weg suchen. Hier geht's nicht weiter. Da ist Licht. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Hier ist eine Tür. Schnell wieder heilen. So, the Hellhound does nothing. Wir gehen mal hier rum. Hier gehen wir nicht rein. Das Licht. Boah. Boah, Alter. Schnell heilen, 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 heilen. Ja. Ihr erstes Schrott, beide sind Schrott. Boah. Na, Safe Game auf die 2. Ich höre hier noch ein. Hier haben wir einen Schatz. Ein Bracelet. Schatz. Noch ein Belt. Sind wir hier? Hier scheint es wieder ein Labyrinth zu sein. Nein. Sind hier so viele von den Golems? Und geh einfach mal kaputt. So, nochmal heilen. Der hat nichts.
Er hat nichts. Hier ist nichts. Warum greift der mich jetzt von hier an? Jetzt kam ich wegen dem kaum durch. Feel true. Diese Donnern nervt. Warum muss es immer diese Donnern sein? Jetzt ernsthaft. Hier ist immer die Kerze. Wo muss ich hin? Da war es hier schon richtig. Müssen wir jetzt doch da durch. Aber ich hoffe, es ist nur nicht hier irgendwo. Dann gehen wir da nochmal hin. Machen hier noch mal ein Safe Game auf die 2 und ich würde sagen, wir springen da. Nein, Free Action. So, Heal True. Ja, die gehen mir allesamt mittlerweile hier richtig auf den Sack, die ganzen Viecher. Aber immerhin, noch ein Schatz. Hier ist auch noch einer. So. Oh, noch ein Schatz. Okay, der Bereich gefällt mir, aber wir sind hier wieder full. Können wir ein paar Sachen wegschmeißen. Die hier zum Beispiel. Nein, die hier. Droppen. Und das auch. Entschuldigung. Den Kite Shield können wir wegschmeißen. Warum haben wir einen Staff? Dana kann weg. Warhammer kann weg. Wir haben schon wieder 5,6 Millionen an hier Erfahrungspunkte. Okay, hier geht's nicht weiter. Wo müssen wir hin? Ah, hier unten kann ich nicht mehr springen. Vielleicht dahin? Wie weit nach Westen geht's denn noch? Hier scheint schon Ende zu sein. Natürlich Spinnen. Hat nichts. Die sind mir gerade aber noch die angenehmsten Gegner. So, nochmal Healing.
Nö. Schnell heilen, heilen, heilen. Heal true. Nochmal heal true. Digga, wieder hoch. Heal true. Heal true. Den haben wir. Oh. Da hinten. Nein, was macht der da? So, und noch mal so. Boah. Ich glaube, wir müssen da hoch. Und haben, ja, wir haben es geschafft. Nur blöd, dass ich jetzt die Truhe hier nicht aufmachen kann. Doch, kann ich. Aber ich kann die jetzt nicht looten. Ich kann die nicht looten. Nee. Was soll denn das? Leck mich doch. Muss ich da drauf springen? Ja, toll. Dann scheiß ich drauf. Schnell dahin. Wo muss ich hin? Bin gleich wieder da, ja? So, also ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. Das müsste eigentlich hier sein. Und hier steht Black Marsh rückwärts, wurde mir gesagt. Und jetzt, wo ich das mir ansehe, sieht es tatsächlich so aus, als wäre das Black Marsh rückwärts geschrieben. Also müssen wir da wieder hin. Irgendwie. Das heißt, den ganzen Weg hier wieder Richtung Süden zurück. So, nochmal kurz. Heal true. Ach nee, das ist jetzt auch noch kaputt. Wie viele Heiltränke haben wir noch? Oh nein. Ich ahne Böses. 26. Hallo, ich bin mein... Egal, jetzt hör auf. Drecksviech. Ja, komm, töte mich, komm. Wo auch immer du bist. Wir hatten zuletzt hier auf 3, auf 2 gespeichert. Genau, wir sind hier. Dann lassen wir darin zurück. Das Schriftstück soll bei Barnabas sein. Also lass mal schnell den Weg zu Barnabas wieder zurückfinden. So. Ja, hier durch Black Marsh durch. Finden wir schon irgendwie. Ja, wir sind schon beim S. Will ich hier einfach nur noch raus. Das ist so ein Dungeon da. Hier will ich nicht sein. Da ist es doch. Warum habe ich das nicht gesehen? So, warte, jetzt Quest einmal durchlesen. So, wo steht das?
Camlans Brotherhood of Seth have marked on your high rock map the Mines of Kuras. Wie kommt's, dass ich den nicht gesehen habe? Wir machen hier nochmal ein Safe Game auf die 2. Dann würde ich sagen, wir versuchen unser Glück wieder zurückzufinden. Ich glaube nicht über diesen Weg. Ich glaube, sinnvoller wäre es, wenn wir hier den Weg hier gehen und dann hier rüber. Oh, ist auch scheiße. Ne, hier und dann oben. Ja. Das würde am meisten Sinn machen. Wer attackiert mich da jetzt? So. Dann müssen wir hier jetzt nach rechts. Ne, nach links, Entschuldigung. Entschuldigung. Nach links und dann nach Norden. Und dann hier durch diesen Tunnel. Und vorher heilen wir uns nochmal. Oder komm, wir machen mal Heal True. Das wird uns eh gleich kaputt gehen. Jetzt sind wir wieder hier, genau. Und dann durch diesen Tunnel wieder zurück. So. Genau, hier geht's wieder hoch. Jo, dann müssen wir jetzt überlegen, wie wir wieder nach da oben hinkommen. Wir machen jetzt hier ein Safe Game auf die 3. Jetzt nochmal schauen. Genau, wenn wir geradeaus und dann rechts versuchen. Müsste es doch irgendwann gehen. Ja, ja, wir ignorieren die erstmal alle. Ah, du mich auch. Geh jetzt endlich kaputt. So, Healing und Healing und Heal True. So. Iron Golem has nothing. Nein, falsche Taste. So. Hier müssen wir weiter jetzt nach oben schaffen. Komm. Shift und J. Dann machen wir so mal Shift J. Boah, ich hatte schon Angst. Ich hatte jetzt Angst. So, warte mal. Vielleicht hier rum hätten wir. Das heißt, den Weg nochmal zurück. Und Shift J. Ja, das scheint er zu sein. Der Weg. Nein! Oh nein, die Lava! Nein, 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 ganz schnell raus. Nein, 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 nein. Boah. So. High Rock. Dann fahren wir wieder zurück nach Kamlorn. 3 Tage? Ja. Und wieder Nacht. Wieso immer Nacht?
Am besten vielleicht mal hier True. Gold, immerhin. Achso, da ist eine Pfütze. Warte, haben wir hier eine Taverne? Schon irgendwo markiert? Irgendwo? Road of Seth haben wir da. Ich vermute aber, das könnte vielleicht irgendwie eine Taverne sein. Wenn wir hier jetzt nach rechts gehen. Oder auch nicht. Was ich auch irgendwie ein bisschen hoffe. Das hier wahrscheinlich eher nicht, aber das hier vielleicht. Wenn ich jetzt mal nochmal gleich hier nach rechts gehe, nach Norden. Und dann gleich nochmal auf die Karte schaue. Und ich hoffe, das, was ich jetzt mitgenommen... Ja, das ist eine Taverne. Geil. Jetzt schnell Eingang finden. Boah, ich hatte... So, dann sind wir hier. Oh. Geschafft. Get a room. Single. Eine Nacht. Genau. So. Wie spät? 1 Uhr, das heißt, dann können wir 7 Stunden pennen. Und dann können wir damit, mit der Schriftrolle, die wir gefunden haben, zum Dingens hier zurückgehen. Und der, was will der jetzt von mir? Wo war denn der genau? Südwesten irgendwo. Ja, Südwesten. Hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir auch nicht weiter. Doch hier. Alter, was soll denn das? Ich hoffe, das reicht wirklich aus für die Krypta der Herzen, was wir da gefunden haben. Also das war ja eigentlich das Questgegenstand. Das muss da gewesen sein. So, da müsste der jetzt hier irgendwo sein. Ja. Wäre schön, wenn ich öfters mal auf die Karte gucken würde. Wäre schön, wenn ich hier irgendwo eine Minimap auch gebe, eigentlich eher. So. Dann quatschen wir mal mit dem Herrn hier. Und geben das hier ab. Unbelievable. I did not credit you with the tenacity you obviously possess. For my part, I gave my word to tell you the location of the Crypt of Hearts. And gods do not suffer men whose words carry not weight. Hold a moment while I read this map. Brother Halfast takes the map you recovered and goes on into another room. Almost an hour goes by before he returns. He nods knowingly to you and then asks for your map. Quickly he sketches out the location of the Crypt of Hearts. Somewhere in Hyrule Province. Nice. Aber bevor wir... Ne, hier können wir noch nicht da. Wir gehen jetzt erstmal raus. Und bevor wir das da machen... Mit den... Krypta der Herzen...
So. Ah, jetzt geht's. Bevor wir das hier machen, Krypta der Herzen, gehen wir vielleicht noch ein paar Mal hierhin zurück. Weil wir brauchen Ausrüstung, wir brauchen Experience, Level. Also hier, wir müssen das hier vollkriegen, wir müssen das vollkriegen. Das will ich höher haben, das will ich höher haben, das, das, das und das. Und ich glaube, das ist schon auf Maximum. Keine Ahnung. Aber die müssen wir alle mal erhöhen. Und wir brauchen ordentlich Geld, weil wir das noch auf Ebenerz haben wollen. Das noch auf Ebenerz. So wie das hier. Das sind ja nur drei Gegenstände, die wir auf Ebenerz erweitern müssen. Und wir müssen hier noch ein bisschen was an Sachen jetzt verkaufen, aber auch reparieren. Und hier nachrüsten, Healing. Denn das war vorhin in dieser Mine doch schon sehr, sehr, sehr hart. Aber das werde ich nicht mehr in dieser Aufnahmesession machen, das werde ich in der nächsten Aufnahmesession machen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.